Guten Abend. So, ja. Vielleicht erstmal ein paar schöne Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Deine Schwester ist eine hirnverbrannte Kuh, schreit Kerstin ihren Mann an und fügt dem noch hinzu, dass sie ihre Schwägerin ab jetzt nicht mehr grüßt, denn die sei ein Biest und dabei ging's ums Prinzip. Und damit spricht sie im Prinzip das Gleiche aus wie ihre Schwägerin zur selben Zeit im Nachbarhaus, denn die erklärt ihrem Mann gerade mit ähnlichem Geschrei, dass an der ganzen Streiterei alleine Kerstin die Schuld trägt. Denn sie waren beide in einer Modeboutique. Und dort hätte sie, und sowas wäre eben Glück, als erste von den beiden dieses Sommerkleid entdeckt, so halblang, schwarz gefleckt und genau ihre Größe. Doch so berichtet's Kerstin im Nachbarhaus. Ich sehe als erste dieses Kleid und es sieht super aus. Doch da kommt deine Schwester an und reißt's mir aus der Hand und ich sag, du Elefant, passt da doch sowieso nicht rein. Daraufhin wäre alles dann wohl eskaliert. Das heißt, es gab so eine Art Faustkampf und dann wäre es passiert, dass als Folge der ganzen Hin- und Herzerrerei das Kleid zerrissen sei und der Geschäftsführer ankam. Und dieser, wie ihn beide nennen, Vollidiot, erteilte den Damen dann erstmal Hausverbot und forderte daraufhin für das Objekt des Streits den Preis des Kleids, nämlich 1200 Euro. Die schönsten Geschichten der Welt, die kriegt man leider viel zu selten erzählt. Denn die handeln oft von Peinlichkeiten, die der Betroffene am liebsten für sich behält. Die schönsten Geschichten der Welt sind Heldendramen ohne Held, voller Eitelkeiten, kleiner Boshaftigkeiten und Familienstreitigkeiten um Geld. Es ist so Zwischenmusik. Stefan hat einen Schuss mit seinem Bügeleisen. Er weiß zwar, es ist aus, doch er hat immer den leisen Verdacht, dass es irgendwie doch an sein könnte und dass die Bude abbrennt, wenn er mal gerade nicht zu Hause ist. Und darum dreht er jedes Mal, bevor er geht, noch eine Runde durch den Abstellraum und guckt, ob's da steht und schaltet vorher, sicher ist sicher, noch die Sicherung aus. Und dann wird's dunkel im Haus und seine Freundin, die stolpert und hat seitdem das rechte Bein in Gips. Sitzt vorm Fernseher Motz und isst Kartoffelchips. Die kauft Stefan bei der Tankstelle ein und dazu drei Flaschen Wein, weil der hebt immer die Stimmung. Und so sind beide dann spät abends ziemlich dicht und probieren mal aus, wovon der Mensch so Kinder kriegt. Bis Stefans Freundin sagt, du sag mal, riechst du das? Na, und er riecht auch was und weiß sofort, wo das herkommt, denn diesmal war das Bügeleisen wirklich noch an. Und die Couch ist abgebrannt und der Feuerwehrmann sagt, beim nächsten Mal, da passen sie halt ein bisschen mehr auf und gucken vorher nochmal drauf, ob die Geräte auch aus sind. Die schönsten Geschichten der Welt, die kriegt man leider viel zu selten erzählt. Denn die handeln oft von Peinlichkeiten, die der Betroffene am liebsten für sich behält. Die schönsten Geschichten der Welt sind Heldendramen ohne Held, voller Eitelkeiten, kleiner Boshaftigkeiten und Familienstreitigkeiten um Geld. Letzte Geschichte, Weihnachtsgeschichte. Herr Bergermann macht jedes Jahr den Nikolaus auf der Kinderweihnachtsfeier vom Gemeindehaus. Aber dies Jahr kriegt er unerwartet Konkurrenz, denn sein Nachbar Herr Lenz hat jetzt auch eine Verkleidung. Und sagt jedem, den er trifft, dass er das besser kann. Und die Zeit wäre reif für einen neuen Weihnachtsmann. Und dass Bergermann ja lang schon nicht mehr tragbar sei, denn mal ganz nebenbei, der wäre doch ständig besoffen. Und die Hauptverantwortlichen vom Gemeindehaus denken sich, gut, probieren wir dies Jahr halt mal einen anderen aus. Und so ist dieses Jahr Herr Lenz der Weihnachtsmann und kommt auch gar nicht so schlecht an, das heißt, bis Bergermann eintritt. Wie sein Nachbar komplett kostümiert, beschimpft er diesen schon, während er hineinmarschiert. Und dann kommt es im Gemeindesaal zur Prügelei und alle Kinder sind dabei, als sich die Nikoläuse boxen.
und feuern diese ganz begeistert an. Jedes Kind hat seinen Lieblingsweihnachtsmann. Und als es Zeit ist, mit den Eltern heimzugehen, sagen alle, das war so schön, da wollen wir nächstes Jahr wieder hin. Die schönsten Geschichten der Welt, die kriegt man leider viel zu selten erzählt. Denn die handeln oft von Peinlichkeiten, die der Betroffene am liebsten für sich behält. Die schönsten Geschichten der Welt sind Heldendramen ohne Held, voller Eitelkeiten, kleiner Boshaftigkeiten und Familienstreitigkeiten um Geld. Und Familienstreitigkeiten um Geld. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Ja, vielen Dank. Jetzt mal was zur aktuellen Programmlage im deutschen Fernsehen. Seppen und Kochen. Im ersten macht Biolek Linsensalat, im zweiten kocht Kerner ein Eintopfgericht, im dritten macht Lafer jetzt was mit Spinat. Auf RTL sieht man Jauch. Der kocht gerade nicht. Bei Vox sitzt ein Mann um die 50 und weint, weil ihm das Dinner anbrennt. Auf Sat 1 stehen derweil am Dampfdrucktopf vereint Prominente, die kochen, die keine Sau kennt. Im MDR brät Gunther Emmerlich Fisch und kein Mensch versteht, warum er dabei singt. Auf Dreisat stellt Heino einen Topf auf den Tisch, dessen Inhalt schon optisch ganz fürchterlich stinkt. Ein Tanzlehrer faselt auf RTL 2 was von seiner Beziehung zu Käse und Wein. Ein Soapsternchen sitzt moderierend dabei und sagt, weil sonst fällt ihr nichts ein. Auf Pro7 sitzt ein Metzger in einem Wok mit einer Skifahrerbrille und Rodelklamotten. Im SWR macht Nina Ruge Hotdog und nennt die Zwiebeln beharrlich Schalotten. Im DSF macht irgendein Sportler Ragout, gibt aber selbstkritisch zu, ihm fehle dazu Talent. Auf RTL sucht derweil eine talentlose Crew, Prominente, die man dann in 3 Jahren nicht kennt. Arte zeigt gerade einen Fernsehbericht, die Geschichte der Kochkunst im Römischen Reich. MTV zeigt, wie sich ein Stuntman erbricht und das Ergebnis mit seinen Freunden vergleicht. Auf Hessen 3 grillt Alfred Biolek Lamm. Moment, war der nicht im ersten? Ach, der ist überall. Auf Bayern 3 steht er mit Gottschalk zusammen. Auf 1 Festival würzt er ein Huhn mit Karl Dall. Im NDR zeigt uns ein Seemann mit Bart, wie man Meerrettich richtig aufs Fischbrötchen schmiert. Auf 9 Live scheitert ein Telefonkandidat an der Frage, wie man Fisch buchstabiert. Und irgendwann kriegt dann der Nachtisch Applaus und alle sind satt und versorgt. Auch das Restwärmelicht, das Lied hat eine dramatische Stelle und die ist jetzt. Auch das Restwärmelicht vom Ceranfeld geht aus. Doch gespült wird jetzt nicht, ab jetzt wird getalkt. Im ersten Talk Beckmann mit Biolek, im zweiten Talk Kerner mit Eintopf im Bauch, im dritten Talk Lafer mit Karasek. Auf RTL sieht man Jauch. Der Talk gerade auch. Vielen Dank.